Ja, die Messerattacke auf zwei Touristen in Dresden, bei der ein Mann ums Leben kam, war offenbar eine terroristische Tat mit islamistischem Hintergrund. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 20-jährigen Syrer. Er ist den sächsischen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder bekannt. Der 20-Jährige sei bereits erheblich vorbestraft. Er wurde gestern Abend festgenommen. Ein Haftbefehl wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung wurde inzwischen erlassen.